Wie rasant sich Fernseher heute auch entwickeln mögen und mit welchen neuen Fähigkeiten auch immer moderne Bildschirme ausgestattet werden, können sie trotzdem nicht als Universalgeräte gelten. Und es wird noch lange so bleiben. Um ihre Möglichkeiten maximal zu erweitern, werden sie deswegen auf ein externes Gerät zugreifen müssen. Zum Beispiel auf so eins. Auf einen wirklich universellen Multimedia-Player. Der Hersteller IconBit ist uns bereits gut bekannt für seine günstigen und modernen Elektronikgeräte, die in Sachen Funktionsvielfalt sogar den besten Konkurrenzmodellen in nichts nachstehen. Außer Tablet-PCs und Smartphones baut IconBit auch Multimedia-Player. Unser heutiger Gast ist der IconBit Movie 3D. Aber das ist nicht nur Pro, sondern auch eine Deluxe-Version. Schon der Name gibt uns also zu verstehen, dass seine Möglichkeiten ohne Übertreibung universell sein sollen. Egal, was für Videos, Musik oder Bilder Sie auf Ihrem Bildschirm zeigen möchten und auf welche Weise Sie sie dorthin kommen lassen wollen, soll der IconBit Player das können. Fangen wir mit den Anschlüssen an. Der Media Player verfügt über alle gängigen Anschlussmöglichkeiten und dafür lebt und arbeitet hier eine ganze Armee von Ports. Natürlich ist das Gerät internetfähig. Dabei stehen sowohl Kabelverbindung, hier ist ein LAN-Port, als auch WLAN zur Verfügung. Die WLAN-Verbindung stellt man über die integrierte WLAN-Karte des Geräts her. Die WLAN-Antenne sorgt für einen recht sicheren und guten Signalempfang. Wir verzichten darauf, alle restlichen Ports aufzuzählen. Wie Sie sehen, gibt es hinten am Gerät jede Menge davon. An der Seite sind auch noch welche, aber nicht deswegen, weil der Platz hinten nicht ausgereicht hätte. Sondern das sind Ports, die einen modernen Menschen in erster Linie interessieren. So, geben Sie zu, hat man einen besseren Zugang zu diesen Ports. Über die zwei USB-Anschlüsse hier können Sie Ihre Dateien von einem Stick oder einer externen Festplatte zum Media Player übertragen. Hier befinden sich noch ein USB-Port, um einen PC anzuschließen. Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, genauso wie ein HDMI-Kabel und einige andere Anschlussleitungen. Dafür gebührt dem Hersteller ein besonderer Respekt. Geben Sie zu, das ist doch eine seltene und nachahmenswerte Freigebigkeit. Außerdem befindet sich an der Seite ein SD-Kartenleser. Denjenigen, die solide PC-Festplatten vorziehen, machen wir folgenden Vorschlag. Klick und jetzt setzen wir eine Serial ATA Festplatte hier rein. Sie wird natürlich ordentlich funktionieren. Wenn wir über die Universalität dieses Media Players sprechen, meinen wir aber nicht nur Anschlussmöglichkeiten. Er ist auch recht universell, was das Abspielen aller möglichen Videoformate betrifft. Und das Wichtigste. Dank ständigen Firmware-Updates durch IconBit kann es praktisch nicht passieren, dass irgendein schlauer Codec nicht unterstützt wird. Es gibt auch keine Einschränkungen, was die Bildgröße betrifft. Der Player unterstützt Full HD und wird also den Bildschirm Ihres Fernsehers voll ausfüllen. Und nun zeige ich Ihnen noch ein Videoformat, dem dieses Gerät gerecht wird. Ich setze diese Brille auf. Zwei solcher Brillen sind im Lieferumfang enthalten. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Movie 3D, wie schon sein Name andeutet, für 3D-Filme genutzt werden kann. Aber machen Sie sich diesbezüglich keine Illusionen. Das funktioniert ausschließlich mit einem 3D-Fernseher. Daran zu sparen wird also nicht gelingen. Was Fernsehformate angeht, so unterstützt der IconBit Media Player Internet Protocol Television, IPTV, so dass Sie TV-Kanäle übers Internet schauen können, wenn Ihr Internetprovider diese Möglichkeit bietet. Bei all dieser Modernität und Fortschrittlichkeit mutet das Text-Symbol-Display an der Vorderseite des Geräts ein wenig unmodern an. Das ist aber, geben wir zu, nicht für alle Nutzer ausschlaggebend bei der Gerätewahl. Aber was ist denn dafür ausschlaggebend? Erstens der Preis. Da gibt IconBit vielen anderen Herstellern traditionell gerne einen Vorsprung. Zweitens die Funktionsvielfalt. Und da fällt es schwer, auf dem ganzen Markt einen echten Konkurrenten für dieses Gerät zu finden. Und drittens, ja, wir hoffen, dass solche wichtigen Kriterien wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit beim IconBit Movie 3D Pro Deluxe auch auf einem hohen Niveau sind.